Gleich nach seiner Geburt wurde der Knabe wie alle Spartaner genau begutachtet. Wäre er klein oder kümmerlich gewesen, kränklich oder missgestaltet, hätte man ihn ausgesondert. Sobald er aufrecht stehen konnte, erhielt er seine Weihe im Feuer des Nahkampfes. Er lernte niemals zurückzuweichen, sich niemals zu ergeben, dass der Tod auf dem Schlachtfeld, im Dienst des Spartas, der höchste Ruhm in seinem Leben erlangte. Mit 7 Jahren wurde er, wie es in Sparta Brauch war, seine Mutter genommen und in eine Welt der Gewalt gestoßen. Geschaffen von der 300 Jahre alten Kriegergesellschaft Spartas, um die besten Soldaten hervorzubringen, die die Welt je gesehen hatte. Die sogenannte Agoge, sie zwingt den Jungen zu kämpfen, lässt ihn Hunger leiden, zwingt ihn zu stehlen und wendet ihn. Thank you.